gefahren worden? Ja, sind hoch aber schon. Der ist doch ohnmächtig. Was ist denn hier? Gleich mal um. Was machen wir dann? Was machen wir denn? Da rein in den Haus. Mach mal Licht. Drüben in die Ecke. Ist hier das Telefon im Haus? Nein, aber gegenüber ist eine Zelle. Nicht so hastig, ich verstehe ja kein Wort. Ja, jetzt habe ich verstanden. Ja, was ist denn? Samtstraße, Ecke, Maron. Ach du liebes bisschen. Ja. Ach komm doch mal. Oh, ihr habt doch Feierabend. Herr Krawert will dich unbedingt selbst sprechen. Hallo. Ja, Walter. Was ist? Ja, habt ihr den Toten liegen gelassen? Was heißt denn den Hausflur getragen? Also da predigt man euch dauernd. Wer? Ach so, ja. Ihr habt ja wenigstens die Zeugen, dass die nicht einfach... Was? Ich will die Dinger nicht tragen. Schau doch mal, wie es regnet. Bei dem Wetter ziehen alle Leute Gummischuhe. Ja, aber ich schwimme in den Dingern. Nein, ich spreche mit meiner Frau. Ein besserer Herr? Ja, wie er aussieht, interessiert mich ja jetzt noch gar nicht. Lasst ihn liegen, wie er liegt jetzt. Ja, ich komme. Sofort, ich darf mich wenigstens anziehen. Ich habe aber keine Lust. Maronstraße, das ist wirklich also eine Gegend, wo man nur mit dem Beil aus dem Fenster gucken kann. Aber was willst du machen? Liegt ein besserer Herr am Rinnstein und ist tot. Willst du nicht doch die Galoschen anziehen? Sag mal, du bringst mich wirklich um mit deinen Elbkähnen. Ja, aber wenn die Füße warm sind, dann ist der ganze Mensch warm. Du bist dumm, aber lieb. Ach du. Wiedersehen. Der Mann heißt Dr. Steiner. Die Papiere sind in Ordnung, scheint nicht zu fehlen. Geld hat er ja auch dabei, sogar eine ganze Menge. Wie viel, Helga? 700 und ein bisschen. Dann wäre da noch diese Einladungskarte, Bankett der Außenhandelsgesellschaft. Was haben wir denn heute? Dritten. Na, dann war das heute Abend. Und wahrscheinlich war er auch da, denn die Ecke fehlt, die abgerissen wird, wenn man reingeht. Die Herren waren gebeten auf 21 Uhr. Jetzt ist es 1 Uhr und er ist hier. Ja, das war ja wohl auch nicht eingeplant. Dann diese Gegend hier, was macht so ein Mann hier? Ja, nichts in der Nähe. Kein Hotel, keine Bar, kein Restaurant. Ja, bloß dieser Rummelplatz. Was sagen Sie dazu, Chef? Na ja, sag mal, kannst du in den Dingern gehen? Was? Ich meine, die Galoschen. Ach so, ja, bei Regen sind die ganz praktisch. So, na ja, Dr. Steiner benutzt sie ja auch nicht, wie du siehst. Ja, diese Herren fahren doch immer im Auto, Chef. Ach, wo ist denn der Wagen? Ja, wo ist der Wagen wirklich? Ja. Hat er keine Autoschlüssel bei sich gehabt? Nein, das hier sind nur die Wohnungsschlüssel. Ja, vielleicht hat er sie draußen verloren. Ich kann ja mal nachsehen. Ja, das wäre gut, denn du hast ja die Galoschen an, ne? Ja, ich glaube, wir kämen weiter, Chef, wenn wir wüssten, was so ein Mann in dieser Gegend gesucht hat. Ja, dann fragen wir die Leute. Sagen Sie, kennt jemand von Ihnen diesen Toten hier? Nein. Ich nicht. Hat jemand schon mal vorher diesen Mann hier gesehen? Nein, niemand. Bei uns der andere Leute kennt er ihn. Na, das ist er doch. Was machst du denn da, Gottlieb? Bei sowas guckt man doch nicht zu. Komm rauf. Warum denn, Mutti? Wo waren die denn? Der hat sie tatsächlich verloren. Lagen draußen im Rinnstein. Und es ist auch sein Wagen da drüben, das Coupé. Dann hätten wir es ja, Chef. Ich meine... Sonst? Ja, sonst können wir nichts mehr tun. Außer, dass wir die Familie benachrichtigen. Komm. In 30 Jahren habe ich nicht gelernt, schlechte Nachrichten zu überbringen. Mir wird jetzt noch flau im Magen. Also das machst du, Robert. Ich mach schon, Chef. Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja. Schatz, wem wollen Sie denn? Hier ist bei Dr. Steiner. Dr. Steiner ist nicht da. Ich bin die Wirtschafterin. Ja, wir kommen ja gerade von Dr. Steiner. Er ist tot. Was? Ja, so hätte ich es auch sagen können. Was ist denn? Wirklich sehr schon beigebracht. Ist die Wirtschafterin? Ist ja nicht verheiratet mit ihm. Tot?
Dr. Steiner? Ja, es tut uns leid. Ja, wie ist denn das passiert? Mit dem Auto, was? Nein, er wurde... Willst du das nicht sagen? Er wurde... erschossen. Erschossen? Ja, in der Nähe des Rummelplatzes. Hat Dr. Steiner Angehörige und sind die hier? Angehörige? Ja, einen Sohn und eine Tochter, Inge und Wolfgang. Ja, dürfen wir da reinkommen? Ja, ja, bitte. Aber sie sind nicht hier. Erschossen, sagen Sie? Von wem denn erschossen? Wir wissen noch nicht von wem. Nun seien Sie mal nicht so aufgeregt, Frau. Wie heißen Sie? Vogler. Therese Vogler. Frau Vogler, beantworten Sie jetzt in aller Ruhe unsere Fragen. Eine Tochter und einen Sohn hat Dr. Steiner also. Keine Frau? Nein, sie ist vor 6 Jahren gestorben. Und die Kinder sind wie alt? Inge ist 21 und sie wohnt auch hier und der Wolfgang ist 23, aber er lebt nicht mehr hier im Haus. Ja, und die Tochter, schläft die schon oder können Sie die mal holen? Inge? Nein, die ist ausgegangen und nicht zurück. Ach, woher wissen Sie das? Sie haben doch selber schon geschlafen. Sonst würden Ihre Kleider hier herumliegen. Sie wirft das alles gleich hin, wenn sie nach Hause kommt. Wohin? Auf den Boden. Jetzt mal zu, die ist 21 und wirft die Kleider einfach auf die Erde? Ja, was, du legst sie über den Stuhl und sie wirft sie hin. Also so normal finde ich das auch wieder nicht. Der Sohn heißt Wolfgang, sagten Sie. Ja, aber es sind nicht seine Kinder, es sind die Kinder aus der ersten Ehe seiner Frau. Dr. Steiner ist ihr Stiefvater. Warum wohnt der Stiefsohn nicht hier? Das Haus ist doch ziemlich groß. Wie viele Zimmer hatten es? 10. Wolfgang hat ein Zimmer in der Robert-Koch-Straße, wohnt möbliert. Der Grund? Ja, er will selbstständig sein. Er studiert, er sagt, es ist ihm lieber so. Feindschaft. Wie meinen Sie? Zwischen Dr. Steiner und seinem Stiefsohn. Och, die standen nicht besonders miteinander. Wann ging Dr. Steiner heute Abend aus dem Haus? Ja, es war gegen 10, als sie gingen. Wer ging? War er denn nicht allein? Nein, die Marianne war mit. Sie geht ja immer mit, wenn sowas ist, Gesellschaft und so. Marianne? Wer ist denn Marianne? Marianne Rothe. Dr. Steiner ist mit ihr verlobt. Ja, war sie denn nicht dabei, als das passierte? Nein, anscheinend nicht. Also, Frau Vogler, ich fasse jetzt mal zusammen. Heute Abend ging ja Dr. Steiner zusammen mit... Wie alt ist die Dame denn? Ach, ungefähr 30. Frau oder Fräulein? Frau Rothe, sie war schon mal verheiratet. Zusammen mit Frau Rothe ging ja Dr. Steiner also heute Abend gegen 10, Sie sagten doch 10. Ja. Auf das Bankett der Außenhandelsgesellschaft. Warum ging er erst gegen 10? Es begann auch bereits um 9. Ja, weil es kam etwas dazwischen. Sie wollten gerade aus dem Hause gehen, da klingelte das Telefon drüben. Und jemand war am Apparat und sagte, wenn Sie da hingehen heute Abend, dann werden Sie erschossen. Was sagen Sie da? Wer rief an? Ja, das weiß ich nicht. Der Dr. Steiner wusste es auch nicht. Er sagte, wer ist da? Und da hat der Mann einfach aufgehängt. Ein Mann? Es war also ein Mann? Ja. Haben Sie genau wiedergegeben, was die Stimme gesagt hat? Ich wiederhole, wenn Sie heute Abend dahin gehen, werden Sie erschossen. Ja. Kein Wort mehr und kein Wort weniger. Nein. Denken Sie genau darüber nach. Ich kann nur sagen, was der Dr. Steiner sagte, dass ein Mann angerufen hat und das gesagt hat. Hat Dr. Steiner das nicht ernst genommen? Nein, er lachte darüber. Na, hören Sie, da sagt jemand, Sie werden heute Abend erschossen und er lachte darüber? Ja, würdest du sowas ernst nehmen? Ich? Ja, ich wohl nicht, aber er hatte also keine Angst. Nein, aber sie hat Angst gehabt, die Frau Rothe. Sie sagte sofort, lass uns nicht hingehen, ich bleibe hier. Ja, sie hatte den Mantel schon wieder ausgezogen. Aber er wollte hingehen. Ja, er sagte, mach dich doch nicht lächerlich. Und dann sind sie eben doch hingegangen. Aber die Frau muss doch irgendwo geblieben sein. Ja. Wo wohnt denn Frau Rothe? Wohnt die hier? Nein, die wohnt bei ihrer Mutter in der Graf-Spee-Straße. Haben Sie die Telefonnummer? Ja, steht hier im Verzeichnis. Unter Rothe finde ich nichts. Dann sieh unter Marianne nach. Die Mutter ist nur zu Hause. Ihre Tochter sei noch nicht nach Hause gekommen, sagt sie. Was sagen Sie dazu? Einen Moment noch, bitte. Soll ich ihr sagen, dass Dr. Steiner tot ist? Nein, nein. Aber sie soll gleich anrufen, wenn sie kommt. Hören Sie, sie soll sofort anrufen, wenn sie nach Hause kommt. Ja, unbedingt. Aber das sagte ich doch schon, Kriminalpolizei. Ja.
Nein, wir warten darauf, verstehen Sie? Wiederhören. Inge! Was ist mit Werner? Tot. Man hat ihn erschossen. Werner? Die haben sie von der Kriminalpolizei. Erschossen? Ich verstehe nicht. Was heißt denn erschossen? Ermordet? Ja. Von wem? Das wissen wir noch nicht. Wann war das? Ungefähr um Mitternacht. Wo? In der Samtstraße. Ich meine, wo genau? Auf der Straße? Da wurde er gefunden. Er lag im Rinnstein. So wie er war. Was meinen Sie damit? Können Sie sich vorstellen, wer das getan haben könnte? Ich? Nein, überhaupt nicht. Wieso denn? Wie kommen Sie darauf? Ich frage nur. Aber Sie sehen mich so an. Ja, und du auch. Haben Sie dich schon gefragt? Nein, nein. Du weißt ja genauso wenig wie ich. Irgendjemand hat es getan, aber wer, das wissen wir doch nicht. Also ich habe keine Ahnung, überhaupt keine. Samtstraße, wo ist das überhaupt? Also ich weiß nicht, was er da wollte. Ich weiß schon, was Sie denken, aber weinen kann ich nicht, wenn Sie darauf warten. Er ist nicht mein Vater. Gibt's noch was zu essen, Therese? Ich hab Hunger. Weiß es Wolfgang schon? Ich glaub nicht. Lass ihn. Rufen Sie ihn ruhig an. Wolfgang hat nichts damit zu tun. Hast du was gesagt? Nein. Hallo, Wolfgang. Ach, du bist's. Weißt du schon, was los ist, Marianne? Werner ist tot. Erlauben Sie? Hallo, Frau Rothe. Hier ist Inspektor Heines von der Kriminalpolizei. Tot? Wer ist tot? Dr. Steiner? Ja, aber... Nein, ich weiß nicht. Ja, ja, das ist richtig. Wir waren zusammen auf einem Bankett, aber... Ich bin früher weggegangen. Was heißt tot? Mein Gott. Ja. Wir müssen Sie sofort sprechen, es ist wichtig. Wir sind in ein paar Minuten bei Ihnen. Wiedersehen. Ja, dann gehen wir. Wenn Sie gerade Ihren Bruder anrufen, dann sagen Sie ihm doch, dass wir möglicherweise heute Nacht noch zu ihm kommen. Bitte, meine Herren, bitte kommen Sie. Meine Tochter ist ganz aufgeregt, ganz außer sich. Bitte. Da sind die Herren, Marianne. Guten Abend. Guten Abend. Bitte wollen Sie Platz nehmen. Ja, entschuldigen Sie, wenn wir so spät gestört Aber haben. Ich bitte Sie. Bitte nehmen Sie doch Platz. Dann darf ich den Herrn etwas anbieten, Marianne. Cognac oder Kaffee? Ich kann auch einen Kaffee machen. Na, vielen Dank. Das macht mir nichts aus. Mama. Was denn? Was sage ich? Ich frage, ob die Herren was wünschen. Mama, bitte geh. Aber warum denn? Es regt mich nicht auf, wenn du glaubst, dass es mich aufregt. Ich bitte dich, Mama. Ich finde es nicht richtig, aber wenn du meinst, bitte. Bitte. Wo? In einer Straße hinter dem Rummelplatz. Samtstraße. Erschossen, haben Sie gesagt? Ja. Hat Therese Ihnen erzählt? Von dem Anruf? Ja. Wir hätten nicht gehen sollen, aber er hörte ja nicht auf mich. Gab es für Sie einen Grund, den Anruf ernst zu nehmen? Es war niemals schwierig, mir Angst einzujagen. Und Dr. Steiner? Er hatte sein helles Vergnügen daran. Vergnügen? Ja, es macht ihm... Ich kann es nicht anders nennen, es machte ihm Spaß. Hat er die Stimme erkannt? Nein. Er dachte auch gar nicht darüber nach, wer es sein könnte. Nicht einen Moment. Sie gingen also mit Dr. Steiner auf das Bankett? Ja.
Und wie lange blieben Sie dort? Ich weiß nicht, wie viel Uhr es war. Ich muss zugeben, wir haben uns gestritten. Dr. Steiner machte sich lustig über mich, über meine Angst im Beisein von anderen. Ihm gefiel die Situation. Er stand auf und hielt eine Abschiedsrede. Eine Abschiedsrede? Da ich nicht mehr lebend zurückkommen werde. Und so weiter und so weiter. Wie und so weiter? Ist es mir ein Bedürfnis, mich hiermit von allen meinen Freunden zu verabschieden? Sie werden verstehen, ich fand es zu lächerlich. Ich konnte nicht anders. Ich stand auf und ging. Und wohin? Ich habe... Es mag Ihnen merkwürdig vorkommen. Nein, nein, erzählen Sie nur. Ich habe meinen ersten Mann angerufen. Ich habe ihn gefragt, bist du zu Hause? Kann ich zu dir kommen? Er sagte, ja, natürlich, komm nur. Ich muss Sie bitten, sich in meine Situation zu versetzen. Dr. Steiner und ich, wir wollten heiraten. Aber es gab immer noch, wie soll ich das nennen, genügend Reibereien und Streitigkeiten zwischen uns. Dr. Steiner war eine starke Persönlichkeit. Er war nicht imstande, auf irgendjemand Rücksicht zu nehmen. So wie Ihr erster Mann. Ja. Es tat mir einfach gut, mich mit irgendjemandem auszusprechen. Das verstehe ich. Ja, ich glaube, das wäre es im Moment. Oder habt ihr noch was? Ja, Adresse und Telefonnummer von Ihrem geschiedenen Mann, wenn man die noch haben könnte. Aber die finden wir doch im Telefonbuch. Ja, wenn ich sie hier haben kann? Ja, das können wir ja später regeln. Wichtig war im Augenblick nur, wann und mit wem Dr. Steiner das Bankett verlassen hat. Aber Sie sagen ja, Sie wissen nichts. Nein. Oh, nun ist der Kaffee gleich fertig und Sie gehen schon. Ach, das tut mir furchtbar leid, aber wenn ich ein andermal zum Kaffee kommen kann... Das würde mich sehr freuen. Danke Ihnen schon. Also ich finde, Chef, wir gehen da ein bisschen schnell weg. So, findest du? Die Dame hätte uns noch bedeutend mehr erzählen können. Aber die hat doch einen Schock, das siehst du doch. Ich habe schon gemerkt, dass sie dir gefallen hat. Ach komm, red doch keinen Quatsch. Ja, du wirst dann immer so vornehm. Weißt du? Und wenn du vornehm wirst, kriegst du nichts raus. Was sagen Sie, Chef? Ich will mich da nicht hineinmischen. Jedenfalls brauchen wir erstmal einen Überblick über die Personen, die in diesem Spiel sind. Ach du lieber Himmel, es gießt immer noch. Herr Kommissar? Ja? Na endlich, ich stehe hier schon eine ganze Weile und warte auf Sie. Warum tun Sie denn das? Na hören Sie, Sie kriegen es doch glatt fertig und klingeln 4:30 morgens, sagen Kriminalpolizei. Meine Wirtin wird ohnmächtig, ich bin das Zimmer los. Aha. Ein ganz ideales Zimmer, wissen Sie, das kann ich nicht aufs Spiel setzen. Übrigens, mein Name ist Wolfgang Tillmann. Ach so, dann können wir jetzt oben nicht rauf, was? Wenn es irgendwie geht. Na hören Sie, Sie machen mir ja Spaß, wir können doch nicht hier im Regen... Lass doch, der Mann wartet hier eine halbe Stunde und friert, der wird schon wissen, warum. Was haben Sie denn vorzuschlagen? Dürfen Sie Spesen machen? Naja, wenn es nicht zu happig wird. Da ist ein Frühlokal, nicht weit von hier. Ah, das kenne ich, das ist nicht besonders. Ach, das ist doch egal, also probieren wir die Kneipe. Also, was gehen wir oder schwimmen wir oder was? Na, das war vielleicht ein Schreck in der Abendstunde. Schmeckt Ihnen die Suppe? Ich finde, die ist hier ausgezeichnet. Inge rief mich an und sagte, Werner ist tot. Hallo, Wolfgang. Hallo? Kommen eine Menge Künstler hier, ein Maler ist das. Was sagte ich? Sie sagten, Inge rief Sie an und sagte, Werner ist tot. Ja, richtig. Ich sagte, nanu, was ist passiert? Sie sagten also, nanu? Ja, ich sagte, nanu, was ist passiert? Sagten Sie wirklich, nanu? Inge sagte, Sie haben Werner erschossen. Ich war ziemlich überrascht. Kann ich einen Kaffee haben, Rudi? Die Herren auch? Danke, nein. Einen Kaffee für mich, ein Espresso. Inge sagte, Sie werden sicher noch vorbeikommen diese Nacht. Sie wollte mich präparieren, dass ich nicht gleich ins Fettnäpfchen trete, aber ich sehe, das habe ich schon getan. Ich habe wirklich Nanu gesagt. Gefällt Ihnen Nanu nicht? Nicht unbedingt. Immerhin wurde Ihr Stiefvater umgebracht. Aber hat man Ihnen denn nicht gesagt, wie ich zu meinem Stiefvater stehe? Doch, ja, davon haben wir gehört. Sie mochten ihn nicht. Ich weiß nicht, warum man Ihnen nicht die Wahrheit gesagt hat. Wenn ich einen Menschen in dieser Welt gehasst habe, dann ihn. Mein Stiefvater Dr. Steiner.
den irgendjemand heute Abend erschossen hat. So, der Kaffee. Danke, Rudi. Sonst gleich mit mir. Ich gebe zu, ich hätte ihn gern gesehen. Heute um Mitternacht. Mit Smoking, Fliege, im Rindstall. Schade. Zucker bitte, Rudi. Und was werden Sie erst sagen, wenn Sie wissen, dass jetzt, danke, Rudi, mit dem Tode von Dr. Steiner das Vermögen meiner Familie an mich fällt? An mich? Es gehörte mir immer, aber jetzt habe ich es. Und was sagen Sie, wenn Sie hören, dass ich für Mitternacht, war doch Mitternacht, ja, kein Alibi habe? Ach, haben Sie nicht? Nein. Ich würde sagen, das ist nicht gut für Sie nach allem, was Sie so von sich gegeben haben. Na, Sie werden doch irgendwo gewesen sein, wenn Sie nicht im Bett waren. Unterwegs. Ich mache manchmal nachts lange Spaziergänge. Wenn ich zu Hause nicht aushalte, dann renne ich ein bisschen, wissen Sie? Zahlen wir? Ja, bitte. Zahlen, Rudi. Ich habe schon einen Zettel hingelegt, dass ich nicht nach Hause komme. Wie meinen Sie? Reicht das nicht für eine Untersuchungshaft? Ach, junger Mann. Wissen Sie, was dazu notwendig ist, jemanden ins Gefängnis zu bringen? Dieser Papierkrieg? Um Gottes Willen. Nein, nein, nein. Nein, heute Nacht nicht mehr, da möchten wir gerne ins Bett gehen. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir uns noch einmal sehen. Eine unangenehme Sache. Ah, wie man es nimmt. Ein Herr aus der besten Gesellschaft. Was man heutzutage so nennt. Das Wetter soll so bleiben, haben Sie durchgegeben. Und zwei völlig verwirrte Kinder habe ich kennengelernt. Und Kinder? Na ja, Kinder sind es ja noch. Danke. Morgen ziehst du sie aber an, die Galoschen. Ich weiß nicht, worüber ihr nachdenkt. Darüber, Rehbein, was so ein Mann wie Dr. Steiner in so einer Gegend wie am Rummelplatz wohl gemacht hat. Ist doch ganz einfach. Komm, gib mir noch mal. Ganz einfach? Hat sich ja was mit einer Frau zu tun. Aber in dieser Gegend gibt es keine Frau für Dr. Steiner. Oder was meinst du? Ein Hotel, eine Bar? Da ist nichts. Eben. Nichts für Geschäfte, sage ich ja. Mahlzeit, Herr Chef. Mahlzeit, Chef. Mahlzeit. Ach so, hier. Tja, nun habe ich sie an und nun regnet es nicht mehr. Habt ihr euch übrigens ein Bild gemacht von dem Herrn, der sich zum Sterben einen Smoking angezogen hat? Ja, den ganzen Vormittag haben wir telefoniert, haben mit Leuten geredet, mit denen Steiner zu tun hatte. Ja? Der Mann war kein Honiglecken. Ach, du hast heute wieder deine poetische Ader. Was denn schon wieder, Würstchen? Und, was meinst du? Er muss ein harter Brocken gewesen sein. Wir haben uns in der Firma erkundigt. Ja. Na, nach allem, was man so hört. Die geben kein rosiges Bild von ihm ab. Danach war Steiner kalt, grob, zynisch. Ein Mann ohne Gefühl, der nur seinen Vorteil sah. Dafür tat er alles. Was erlaubt war und was nicht erlaubt war. Jede Schwäche eines anderen nutzte er sofort aus. Und zwar skrupellos. Mhm. Na, was sagen Sie, Chef? Sag mal, kriege ich eigentlich einen Kaffee, Drehbein, oder nicht? Ja, bin ja schon dabei. Ich kann doch nicht hexen. Siehst du, jetzt quäle ich auch schon meine Angestellten. Nein, im Ernst, Chef. Es gab effektiv niemanden, der ihn gemocht hat. Mhm. Na, und die Dame Marianne? Na, das sehen Sie doch, wie er die behandelt. Na, wie denn? Na, schlecht. Sie hat Angst um ihn, er lacht sie aus, macht sich lustig über sie, gibt die Geschichte in Gesellschaft zum Besten, den Anruf, die Morddrohung, ihre Angst. Na ja, daraufhin verlässt sie ihren Verlobten und ruft ihren ersten Mann an, in der Nacht um 11. Ich frage mich, wozu? Ich finde das eine ganz natürliche Reaktion. Oh, so natürlich. Also, wenn das Schule macht, wäre ein ganz schönes Gerenne nachts. Ja. Und habt ihr den Rote angerufen? Ja, Robert. Und? Er sagt, sie war bei ihm. Ah, von wann bis? Nicht auf die Post. Von 11:30 bis 2 Uhr nachts. So, und was hast du für einen Eindruck? Na ja, eine ganz angenehme Stimme, der Mann. Hä? Sie hätten geredet, die ganze Zeit. Ja, was denn sonst? Ich würde mir den Jungen noch mal vornehmen, den Stiefsohn. Der ist nämlich nicht mehr auf seiner Bude, die er so ideal findet. Wir haben dort angerufen. Mhm. Er ist abgehauen, Chef. Mit Koffer. Wo wird er schon sein? Ja. Den hast du doch jetzt in die Tasche gesteckt.
Den Schlüssel, meine ich. Ja, natürlich. Na eben. Verstehst du, was der meint? Er fängt schon wieder an, Geheimnisse zu haben. Hallo, Herr Kommissar. Na, das ist eine Freude. Bitte kommen Sie doch näher. Es ist mir ein Vergnügen, dass ich lange nicht gehabt habe, in dem Haus, das jetzt mein Haus ist, Gäste zu empfangen. Selbst wenn Sie von der Polizei sind. Guten Tag. Bitte, nehmen Sie Platz. Was soll Ihnen Therese bringen? Oh, wir wollen Frau Vogler nicht zu sehr beanspruchen. Es wird sowieso sehr schwer sein, sich an die neuen Situationen zu gewöhnen. Tja, Eröffnung unter neuer Direktion, würde man sagen. Therese ist schon sehr lange im Haus und hat hier einiges erlebt. Vergessen Sie das nicht. Keine Angst, Therese. Es passiert nicht mehr, als passieren kann. Sei nicht nervös. Du auch nicht, Inge. Bin ich denn? Ich will nur sagen, du hast keinen Grund. Die Herren wollen nichts von dir. Nehme ich an. Von dir nicht. Darf ich jetzt gehen? Wenn die Herren nichts dagegen haben? Aber nein, bitte. Danke, Herr Kommissar. Die Arme erschrickt so leicht. Recht flott, die Musik, ne? Sie meinen wegen des Todesfalls? Die Gefühle, Herr Kommissar, bleiben dieselben. Ob man die Musik da spielt oder nicht. Ein schönes Herzchen, was? Das Familienleben scheint wirklich nicht besonders gewesen zu sein. Was stört Sie eigentlich so an Ihrem Stiefvater? Meine Mutter getötet zu haben. Unter anderem. Nicht mit Pistole, Messer, irgend sowas. Das nicht. Nicht so. Muss man ja auch nicht. Das kann man viel besser anders. Und langsam. Und jeden Tag ein bisschen. Das kannst du nicht sagen, Wolfgang. Kann ich nicht? Sie ist zu jung, Herr Kommissar. Sie ist reizend, aber gewisse Zusammenhänge durchschaut sie nicht. Sie hat nie begriffen, wie leicht es Dr. Steiner, viel Leute quälen zu können. Er wollte wieder heiraten. Kennen Sie Frau Rothe? Ja. Und was halten Sie von ihr? Bei weitem zu schade für einen Mann wie mein Stiefvater. Haben Sie ihr das gesagt? Sie kennt meine Einstellung. Aber sie hat sie nicht verstanden. Das weiß ich nicht. Und was wissen Sie darüber? Nichts. Inge weiß nichts. Wieso weiß ich nichts? Schneiden Sie ihr doch nicht das Wort ab. Sie bringt offenbar ihrem Stiefvater bei weitem nicht das gleiche negative Gefühl entgegen wie Sie. Ich sagte schon, meine Schwester ist reizend. Aber leider nicht klug genug für so einen Mann. Sie mochten Dr. Steiner, ne? Er mochte Sie. Aber das ist ja kein Kunststück. Ein Mädchen von 21 Jahren, das so aussieht wie Sie, soll man sowas nicht mögen? Da muss man doch einfach großzügig sein, Geld herausrücken. Du bist ja verrückt. Bitte keine falschen Vorstellungen, Herr Kommissar. Inge interessierte ihn sonst nicht, überhaupt nicht. Mich wollte er damit treffen. Dass er ihr Geschmack an einem Leben beibrachte, für das ich nichts übrig habe. Nicht das Geringste. Das ist ja alles nicht wahr. Komm, Inge. Ist dir schon gut. Du weißt das nur alles nicht. Was wollen Sie sonst noch wissen, Herr Kommissar? Ja, ich weiß nicht. Das kann doch nicht schon alles gewesen sein. Nochmal dieselbe Frage wie gestern. Wo waren Sie in der Mordnacht? Ich sagte doch schon. Was Sie gestern gesagt haben, das wissen wir. Vielleicht können Sie sich inzwischen erinnern. Wo waren Sie? Welchen Weg sind Sie gegangen? Und hat Sie nicht vielleicht doch jemand gesehen? Und zwar jemand, der es bezeugen kann. Nein, mich hat niemand gesehen. Ich kann sofort mitgehen, wenn Sie wollen. Was sagen Sie denn immer, ich soll Sie mitnehmen? Haben Sie vielleicht die Zahnbürste schon in der Tasche? Die kann ich sofort holen. Ich mag Sie gar nicht mitnehmen. Ich will gar nicht. Ich habe gar keine Lust. Von Inge, Sie hatten gestern einen Mantel übergezogen. War das Ihrer? Nein, der gehörte Manfred. Von Manfred war der. Das ist ein Freund von mir. Mit dem Sie aus waren? Mhm. Wo? Überall. Was ist Ihr Freund? Student. Wie alt? 21. Und hat er Sie nach Hause gebracht? Bis ans Tor, ja. Mit dem Auto? Er hat kein Auto. So was gibt's. Student ohne Auto. Tja, na, das wär's. Danke. Ach, diese schrecklichen jungen Leute, was? Ah, du hast den Schlüssel schon in der Hand. Ja, ich denke, wir fahren. Du hast heute nicht deinen besten Tag. Ich frage mich, was macht dein Mann hier nachts in so einer Gegend, der sich über eine Frau geärgert hat und noch keine Lust hat, nach Hause zu gehen?
Vielleicht hat er hier irgendwo eine Adresse, wo er kommen kann, wann er will. Ich habe mich erkundigt. Es gibt so eine Dame in dem Haus, wo wir ihn gefunden haben. Die ist auch registriert. Aber ein Mann wie Dr. Steiner... Aber weiter. Wo hast du die Autoschlüssel gefunden? Moment. Das war hier. Genau hier. Und wo stand sein Wagen? Da drüben, wo jetzt der Volkswagen steht. Dann hatte er also hier schon die Schlüssel in der Hand? Ja, wer aus einem Wagen steigt, den abschließt, steckt die Schlüssel weg. Er braucht sie nicht mehr, will sie nicht verlieren. Ja, und wer zu seinem Wagen hin will, nimmt die Schlüssel rechtzeitig aus der Tasche. Er will keine Zeit verlieren, bereitet sich auf das Aufschließen vor. Ach so. Ja, Dr. Steiner wurde hier erschossen, mit dem Schlüssel in der Hand. Er wollte also wegfahren, er ging zu seinem Wagen. Schnurgerade. Mhm. Denn er hatte ja nur den Schirm und ging natürlich den kürzesten Weg durch den Regen. Und wurde in die Brust geschossen, das heißt, der Mörder stand da. Genau da, Chef, wahrscheinlich hinter dem Wagen. Ja, ziehen wir doch mal die Linie. Vom Auto, über die Mordstelle, direkt auf das Haus. Genau. Ganz klar, er war in dem Haus, in das man ihn später reingetragen hat. Ja, bravo. Na, dann besuchen wir doch mal die registrierte Dame. Mhm. Wie heißt sie denn? Kopeke. Antje Kopeke. Was ist denn? Na, du reizender Knabe, kann man hier mal reinkommen? Ist die Anna da? Da können sie jetzt nicht rein. Nicht? Hm. Wer ist denn da, Junge? Dreie. Ach, du liebe Zeit. Ja. Na, also los, los, ab in die Küche. Wo ist es denn nur, Fräulein Muttchen? Muttchen. Besuch hast du, Antchen. Guten Tag. Ach, guten Tag, Frau Rothe. Demnach haben Sie also doch gewusst, was Dr. Steiner hier in der Samtstraße gewollt hat. Aber das Antchen hat nichts damit zu tun. Ach, seien Sie doch still. Na, hören Sie mal, Sie können mir doch nicht den Mund verbieten. Bei Mord doch nicht. Da muss man doch die Möglichkeit haben, zu sagen, dass man nichts damit zu tun hat. Es tut mir leid, Herr Kommissar. Ich habe es gewusst, dass Dr. Steiner öfter hierher geht. Vielleicht haben Sie Verständnis dafür, dass ich es Ihnen heute Nacht nicht sofort gesagt habe. Sie erschweren mir natürlich meine Arbeit, aber nicht sehr. Wirklich nicht sehr. Was wollten Sie von ihr? Fragen, was sie weiß, was sie gesehen oder gehört hat. Antchen weiß nichts. Nichts gehört und nichts gesehen. Das ist eine Fehlanzeige bei Antchen. Lass dich nicht für dumm verkaufen, Mädchen. Nee, Mama. Lass dich nicht einschüchtern, Antchen. Sie hat also nichts gesehen und nichts gehört? Nein, sie sagt nein. Weil sie nicht lügen will, das Antchen, oder soll sie? War er öfter hier? Wer war öfter hier? Na, Dr. Steiner. Wie oft war er hier und seit wann war er hier? Seit wann, wie oft, warum? Soll ich sie mitnehmen? Naja, wie oft kam er denn so, Antchen, so zweimal die Woche? Und warum? Na, fragen Sie doch mal beide Leute rum, warum so ein Mann herkommt, ne? Wie gern ist er hierher gekommen und High Life hat er gespielt und sauwohl hat er sich gefühlt. Hat er, Antchen? Ja, Mama. Ja, wenn Sie ihn umgebracht haben hier vor unserer Haustür, dann glauben Sie doch nicht im Ernst, dass wir was damit zu tun haben. Von dem konnten wir leben, von und zwar bon. Also gehen Sie raus jetzt beide. Na ja, schön. Wir haben gesagt, was gesagt werden musste. Und davon tut uns nichts leid, nichts. Seit wann wissen Sie es? 4 Wochen. Von wem? Wolfgang. Wolfgang hat mir gesagt, dass Dr. Steiner öfter hierher geht. Namen und Adresse hat er mir gesagt. Ich kann nicht eine Sekunde länger in dieser Wohnung bleiben. Robert, ja. Ich gehe hier nach und sieh, was sie macht. Na, weiter. Ich könnte jetzt einen Cognac vertragen. Ja, aber nicht hier. Hatte ich Ihnen das nicht gesagt, dass ich das Haus kenne in der Samtstraße? Nein, das hatten Sie uns nicht gesagt. Bitte kommen Sie doch herein. Ich sage Ihnen, es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als mich mitzunehmen. Übrigens, ich habe mir die Kopeke auch mal angesehen, das Antchen. Ich wollte rauskriegen, was hat er eigentlich davon, der Mann, der mein Stiefvater war. Na und wissen Sie es nun? Nein. Ich muss Ihnen sagen, meine Herren, ich begreife diesen Typ nicht. Sind Sie ihm öfter nachgegangen? Ja, hin und wieder. Aber bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Vielleicht auch gestern Nacht? Nein, nicht, dass ich wüsste.
Aber bitte kommen Sie doch herein. Oder haben Sie Angst? Wovor sollte sie, Herr Kommissar? Bitte kommt doch herein. Was wollen Sie denn wieder? Da ist immer noch ein Mörder zu finden, Inge. Komm doch, Manfred. Ah, der junge Mann mit dem Regenmantel. Wie? Du hast mir doch deinen Mantel geliehen gestern Abend. Ach ja. Sie waren doch zusammen aus gestern Abend, oder? Na, aus waren wir doch. Ja. Kann ich mal Ihre Papiere sehen? Seine Papiere? Warum wollen Sie die jetzt sehen? Gibt es irgendeinen vernünftigen Grund, warum Sie jetzt seine Papiere sehen wollen? Aber du hast das nicht nötig, Manfred. Wozu? Das reichte schon. Ja, da wollen wir nicht länger stören. Darf ich Sie hinaus begleiten? Oh, das wäre sehr aufmerksam. Zeig mal deine Brieftasche. Wieso? Du Idiot. Morgen zusammen. Nicht so laut, Harry. Du siehst doch, er grübelt. Über den toten Doktor im Rinnstein? Hm? Ja. Über den ich im geringsten. Ich grüble über den Alten. Der wird immer vergnügter, macht seine Scherzchen, fragt, wie es zu Hause geht. Dann hat er den Mörder meistens schon in der Tasche. Guten Morgen, die Herren. Na, wie geht's zu Hause? Sag mal, ist da nicht der Herr, na, wie heißt er denn? Rote, der wartet draußen. Hm. Ach, Walter, wenn du dich erholt hast, würdest du so liebenswürdig sein, ihn hereinholen? Oh. Dankeschön. Na, und was habt ihr für einen Eindruck von ihm? Er zittert ein bisschen. Doch nicht vor uns, oder? Ah, das ist sicher Herr Rote. Ja. Ja, Sie hatten gebeten, dass ich... Ich bin selbstverständlich sofort gekommen. Mit etwas Verspätung, weil... Aber ich bitte Sie, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Bitte, kommen Sie herein. Nehmen Sie Platz. Wir wollen uns nur ein bisschen unterhalten. Übrigens, Ihre Frau, Ihre geschiedene Frau, hat uns sehr gefallen. Nicht wahr, Walter? Ja, wirklich, ja. Wie lange waren Sie mit ihr verheiratet? 2 Jahre. Oh, das ist aber nicht sehr lange. Und warum haben Sie sich wieder getrennt? Spielt das eine Rolle hier? Nein, nein, keine große. Ich habe Fehler gemacht, ich weiß es, große Fehler. Verzeihen Sie, dass ich Sie etwas frage, ich muss das leider tun. Lieben Sie Ihre geschiedene Frau noch? Warum fragen Sie das? Sie müssen nicht antworten, wenn Sie nicht wollen. Ich sehe den Sinn nicht ein. Es geht um den Wert, den wir Ihrer Aussage beimessen können. Denn Sie sind das Alibi für Ihre Frau. Alibi? Ja, das Alibi Ihrer geschiedenen Frau Marianne Rothe in der Mordsache Dr. Steiner. Haben Sie begriffen, was Sie gefragt worden sind? Ja, ja. Ja, hören Sie mal zu, wenn Sie da noch überlegen müssen. Wenn Sie nicht sofort sagen können, dass sie bei Ihnen war. Doch, doch, ich sage ja... Können wir das protokollieren? Unterschreiben Sie das? Ja, ja. Haben Sie sich das genau überlegt? Ja. Ich glaube Ihnen nämlich nicht. Was glauben Sie? Ich glaube, dass Sie lügen, Ihrer Frau zuliebe. Sie sagen ganz einfach die Unwahrheit. Wie können Sie sowas sagen? Können Sie Ihre Aussage beeiden? Selbstverständlich. Ah, und wenn ich den Mörder überführe, wie stehen Sie da mit Ihrer erhobenen Hand? Und wohin gehen Sie? Ins Zuchthaus. Hören Sie, lassen Sie sich da noch nicht reinziehen in so eine Sache. Warum wollen Sie das ausbaden? Ich? Ja, Sie. Man verspricht Ihnen alles Mögliche, aber der Dumme sind Sie zuletzt. Ach, lass, Robert. Ja, aber der Mann rennt doch in sein Unglück. Na ja, und? Das ist doch seine Sache. Wir können ihn nur auffordern, die Wahrheit zu sagen. Und er tut es nicht. Gehen Sie. Haben Sie nicht gehört, Sie sollen gehen? Mein Gott, verstehen Sie denn nicht, warum ich das getan habe? Natürlich. Sie wollten Ihrer Frau helfen. Sie hat ihn nicht umgebracht. Und was da passiert ist, das geschieht diesem Mann recht. Das ist eine Angelegenheit, die hier keine Rolle spielt. Also Marianne war nicht bei Ihnen, sie hat kein Alibi. Aber ich stelle fest, sie hätte gerne eins gehabt. Warten Sie noch einen Moment, Herr Roth, ich muss das nachher protokollieren. Ja, nun setzen Sie sich erstmal. Ja, danke. Wollen Sie was haben? Danke, nein. Dann nehmen Sie erstmal den Cognac. Ich weiß doch, was los ist mit Ihnen.
Das hat mir der Chef heute Morgen schon gesagt. Da kommt jetzt ein armer Kerl, der kann seine Frau nicht vergessen und bringt sich in Schwierigkeiten. Ich mag Männer, die sich für ihre Frauen in Schwierigkeiten bringen. Dann gehen schön. Ja, wollen wir denn die nicht verhaften, diese Frau Rothe? Langsam, langsam. Erst müssen wir mal wissen, was mit dem Knaben mit dem Regenmantel los ist. Was, der Student? Der wohnt, Moment, das habe ich mir aufgeschrieben. Gehen wir da hin? Ja. Ach, entschuldigen Sie, Sie haben nicht mit uns gerechnet, wie ich sehe. Ja, wir stören Sie nur ganz kurz. Ja, bitte, wollen Sie hier... Nehmen Sie doch Platz. Ja, gerne. Ich habe nur ein paar kurze Fragen, die nicht schwer sein dürften für Sie, sie zu beantworten. Ja. Es geht um Inge. Inge? Ja, ich habe die Fotos in Ihrer Brieftasche gesehen und hier sind ja auch ein paar sehr hübsche Aufnahmen. Es ist also nicht schwer zu erraten, was Inge für Sie bedeutet. Na, ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Nein? Na, für mich ergeben sich da ganz interessante Überlegungen. Worum geht es denn? Ich habe mit Ihrer Mutter telefoniert. Was haben Sie? Was wollen Sie denn von der? Oh, ich habe sie ein bisschen ausgefragt, aber ganz vorsichtig. Ich habe sie nicht erschreckt mit Polizei und so. Aber was wollten Sie denn von ihr? Ich wollte wissen, was sie über das Verhältnis mit Inge denkt. Was hat sie gesagt? Oh, sie hat ganz schön ausgepackt. Sie macht sich große Sorgen. Sie vernachlässigen ihr Studium und sind völlig verrückt mit dem Mädchen. Sie sagte sogar, sie seien ganz außer sich. Tatsächlich, ganz außer sich. Was war an dem Abend, dass Dr. Steiner das Bankett der Außenhandelsgesellschaft besuchen wollte? Was soll da gewesen sein? Er wollte Inge mitnehmen, nicht wahr? Er nahm sie ja öfter mit und sie hatte das ganz gern. Was man auch verstehen kann, ein junges Mädchen, das zum ersten Mal merkt, welchen Reiz es ausübt auf andere, auf Fremde. Naja, und es hat ihr ganz einfach Spaß gemacht. Ja. Und sie wollten nicht, dass Inge mitgeht. Sie sagten zu ihr, bleib zu Hause, geh nicht, geh mit mir. Aha. Der anonyme Anrufer war also er. Ja, das waren Sie. Sie haben angerufen und haben gesagt... Ja, was haben Sie ja nicht gesagt? Wiederholen Sie es doch nochmal. Ich habe gesagt, wenn Sie mit Inge auf das Bankett gehen, dann werden Sie erschossen. Ja, das war ich. Ich war das. Ich habe angerufen. Es tut mir leid. Es war verrückt. Ein Kurzschluss war es. Naja, schon gut, mein Junge. Mehr wollte ich auch gar nicht wissen. Nur gut, dass Sie gesagt haben, wenn Sie mit Inge auf das Bankett gehen. Mit Inge. Das ist wichtig. Tja, mehr will ich eigentlich gar nicht. Nein? Nein. Der Junge hat angerufen. Ja. Hat Dr. Steiner bedroht. Mhm. Mit Erschießen gedroht. Wenn er es nicht getan hat. Ja, warum sollte er? Inge ist ja nicht mit Dr. Steiner auf das Bankett gegangen, sondern mit unserem jungen Mann aus. Also entfiel doch jeder Grund für ihn, Dr. Steiner umzubringen, wenn er es überhaupt je ernst gemeint hat. Dann muss es also jemand gewesen sein, der von dem Gespräch wusste. Der durch dieses Gespräch praktisch erst auf die Idee gebracht wurde, das zu tun, wovon der anonyme Anrufer gesprochen hatte und der dadurch ein fantastisches Alibi hatte. Na ja, natürlich. Also wenn unser Knabe hier nicht der Mörder war, kommen eigentlich nur noch drei Leute in Frage. Na? Marianne Rothe? Hm? Was ich nicht glaube. Inge? Ja, wenn es Inge gewusst hat, hat es natürlich auch Wolfgang gewusst. Ja, und vergiss die Haushälterin nicht. Ne? Hm? Aber gehen wir erstmal auf Nummer 1, auf Marianne Rothe. Oh, Herr Kommissar, das ist ja fein, dass Sie kommen. Bitte. Dankeschön. Ich sehe, Sie wissen, was ich gehört. Wie meinen Sie das? Sie sagten, Sie kommen mal zum Café. Oder kommen Sie dienstlich? Eigentlich mehr dienstlich. Ja, ist Ihre Tochter nicht zu Hause? Nein, aber sie wird gleich da sein. So kommen wir zu unserer gemütlichen Kaffeestunde und Sie zu Ihrer Dienstsache. Wer mocht noch? Ja, der mocht noch. Kann man denn diese Sache nicht auf sich beruhen lassen? Was, ein Mord? Ein Mord auf sich beruhen lassen? Auch nicht, wenn es sich um einen so schrecklichen Menschen handelt. Ich kenne diesen Mann doch, er ist, ich sage Ihnen das ganz offen, indiskutabel. Entschuldigen Sie bitte, setzen Sie sich doch. Herr Chef, wollen wir denn überhaupt noch bleiben? Nee, vielleicht kocht sie einen besseren Kaffee als die Rehwein. Für Sie, Herr Kommissar. Ja. Danke. Bitte schön. Hallo? Ja, Robert, ja. Ah. Ja, dann mach weiter, Robert, ja?
Nein, nein, hier ist alles in Ordnung. Wiedersehen. Nehmen Sie noch Kaffee? Nein, danke, obwohl er ausgezeichnet ist. Oder darf ich Ihnen noch? Vielen Dank, gnädige Frau. Bitte. Wo war ich stehen geblieben? Sie sagten, dass es heutzutage keine wirklichen Herren gibt. Ja, das sagte ich. Und das ist meine Meinung. Ehre, Anstand, Benehmen. Die meisten Männer begreifen nicht mehr, wovon die Rede ist, wenn man diese Worte erwähnt. Mein Mann war nämlich Berufsoffizier. Man kann sagen, was man will. Und man sagt eine Menge über diese Leute. Aber gewisse Dinge waren in unseren Kreisen eben doch unmöglich. Ich bin überzeugt. Ihre Tochter ist also, wie soll ich das nennen, mit festen Ehrbegriffen aufgewachsen. Ja, das ist sie. Sie hat ein ausgeprägtes Ehrgefühl, worüber ich mich freue. Sehr freue. Was ich verstehe. Ja, ich glaube, es ist höchste Zeit für uns. Oh, wie schade, dass Sie schon gehen. Rehbeinchen, für mich ist das ganz klar. Na, Walter? Rehbeinchen und ich schließen Betten ab. Rehbeinchen sagt, er hat den Mörder. Ich sage, ich weiß noch nicht genau. Und was sagst du? Was ich sag? Hast du den Mörder? Ich habe drei. Ich weiß bloß noch nicht, welcher der richtige ist. Hat Robert angerufen. Ach ja, das hält. Moment mal. Wo habe ich denn den? Er hat angerufen? Ich hab's doch aufgeschrieben. Und vergessen. Wieso denn vergessen? Deswegen habe ich's dir aufgeschrieben. Danke, Rehwein. Du bist wirklich die Stütze des Unternehmens. Wie meint er denn das? Nett. Sicher sehr nett. Anruf von Heines, der Tillmann hat gemerkt, dass er beschattet wird. Ja. Warte mal einen Moment. Wie viele Taxifahrer haben wir? 1200. Nein, nein, wir brauchen nur die, die in der Mordnacht gefahren sind, zwischen 11 und 12. Ach, jetzt hätte ich Lust auf einen Cognac. Oh, Herr Kommissar. Regnet es wieder? Oh ja, nur ein bisschen. Tja, meine Frau hat wirklich Pech mit meinen Galoschen. Jetzt stehen Sie im Büro, danke schön. Aber kalte Füße machen den Kopf klarer. Ein Sprichwort, Herr Kommissar. Na, das sind so mehr Weisheiten des gewöhnlichen Volks. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Oder nehmen Sie nichts von noch Verdächtigen? Doch, besonders gerne. Wenn ich einen Cognac haben könnte. Aber gerne. Danke, Therese, ich brauche dich nicht mehr. Wenn der Kommissar dich nicht braucht? Nein. Ich habe Respekt vor Ihnen, Herr Kommissar. Wenn es jemand rauskriegt, dann kriegen Sie es raus. Danke. Meinen Sie? Sie wissen, dass Manfred der anonyme Anrufer war. Ja, er sagt es. Sie haben ihn nicht verhaftet. Nein, warum sollte ich? Ein Scherz am Telefon, aber über Geschmack kann man natürlich streiten. Ja. Sie trinken nicht? Nein. Nur jetzt nicht? Jetzt nicht, Sie haben ganz recht. Wenn ich auch keine kalten Füße habe, an einem klaren Kopf liegt mir auch. Ja, das kann ich verstehen. Sie wollen doch los auf mich. Auf Sie? Sie sind ja angestellt, werden dafür bezahlt. Sie müssen einen Mörder präsentieren, ohne sich, wie soll man sagen, Gefühle leisten zu können. Die werden gar nicht von Ihnen verlangt. Von Ihnen wird verlangt, dass Sie funktionieren wie... Wie? Wie ein Automat, der keine Rücksicht auf die Tatsache nehmen darf, dass er es mit Menschen zu tun hat. Sie irren sich. Wenn ich nicht ständig daran gedacht hätte, dass ich es mit Menschen zu tun habe, hätte ich nie herausbekommen, wer der Mörder ist. Sie wissen schon? Bitte nehmen Sie Platz, wenn ich mal so tun darf, als sei ich zu Hause, Herr. Darf ich fragen, Herr Kommissar, was das zu bedeuten hat? Man wird durch die Polizei vorgeführt? Ja, bitte, Frau Rothe. Danke. Ich werde Ihnen das sofort erklären, wenn Sie einen Moment Platz nehmen möchten. Was will dieser Mann hier? Ich habe nichts mit ihm zu tun. Warum ist er hier? Er soll sagen, was er weiß. Das wird er tun. Und ohne Rücksicht zu nehmen. Mama, bitte sei still. Kennen wir nicht? Ja, wir kennen ihn, wir kennen ihn. Entschuldigung, Herr Kommissar. Walter. Dieser junge Mann hier führte ein Telefongespräch. Damit begann alles. Er drohte Dr. Steiner zu erschießen, wenn er das Bankett besuche. Mit wem besuche? Haben Sie gesagt, mit wem? Haben Sie den Namen Inge gesagt? Ja. Wussten Sie das? Nein.
Das hat Dr. Steiner mir verschwiegen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, er konnte sich denken, wer der Anrufer war und wollte ein bisschen den Helden spielen. Kann es sein? Ja, das kann sein. Eine Frage in diesem Zusammenhang. Sollte Inge eigentlich mitgehen? Ja. Ja, warum ging sie dann nicht mit? Fragen Sie sie doch selbst. Ja, warum nicht? Sag es. Nun gut, Werner... Sag nicht Werner, sag Dr. Steiner. Ach mein Gott, Wolfgang. Also, Dr. Steiner sagte mir, dass jemand angerufen hat. Ja, und da habe ich Angst bekommen. Aber Sie wussten nicht, wer angerufen hat? Nein, wenn ich das gewusst hätte, dann... Sie hatten also Angst, Sie gingen nicht mit, sondern... Sondern Sie riefen Ihren Bruder an. Sagten, was vorgefallen war und dass jemand Dr. Steiner mit Erschießen gedroht hatte. Ja, so war es. Ich war ziemlich überrascht. Aha, dachte ich, da will ihn also tatsächlich jemand umbringen. Weiter? Jetzt wussten Sie also von der Drohung. Das Wort Erschießen war gefallen und Sie haben es gehört. Wolfgang, seine Schwester, Frau Rothe, die mit Dr. Steiner ein Bankett besuchte. Und nicht in fröhlicher Stimmung war, das kann man wohl nicht sagen. Denn sie ging immerhin mit einem Mann, über dem eine Morddrohung lag und der selbst in dieser Situation sich bemühte, sie zu quälen und sich über sie lustig zu machen. Sie hatten Streit, ist das richtig? Ja. Und es war nur natürlich, an alles zu denken, was ich gegen ihn vorbringen ließ. Seine Ironie, sein Zynismus, seine Fähigkeit, jemanden ganz und vollständig zu unterdrücken und in seine Abhängigkeit zu bringen. Und sie dachten auch an die Sandstraße und daran, dass dieser Mann, den sie zu lieben glaubten, längst dabei war, sie zu demütigen. Ja, ja, ja. Wie recht Sie haben. Er hat recht. So war es. Habe ich es dir nicht immer gesagt? Und hörst du es jetzt? Mama, bitte sei still! Sie hatten also Streit miteinander. Sie trennten sich. Dr. Steiner sagte Ihnen, wohin er ging. Ist das richtig? Ja. Es lag ja in seiner Natur, sich so zu verhalten. Er konnte es sich einfach nicht entgehen lassen, Sie zu verletzen. Stimmt das? Ich begreife, was das für ein Augenblick für Sie gewesen sein muss. Was taten Sie daraufhin? Warten Sie, ich sag's Ihnen. Sie gingen nach Hause, es war 23:30 ungefähr. Sie weckten Ihre Mutter, das ist eine ganz natürliche Reaktion. Sie weckten sie und sie sagten, es ist aus, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und sie dachten ebenso natürlich auch an Wolfgang. Und daran, dass er recht hatte mit seinen Informationen und seinem Hass. Sie riefen ihn an. Ja, Herr Kommissar, sie rief mich an und kam vorbei. Wolfgang! Wir saßen in meinem Zimmer und besprachen den schäbigen Charakter eines Mannes, der kein Schusspulver wert war. Ein Sprichwort, Herr Kommissar. Ihr Vater war Berufsoffizier. Ja? Waffen sind Ihnen nicht unbekannt. Wie meinen Sie? Nun, Gewehre, Jagdgewehre, Pistolen. Ja, natürlich. Natürlich kenne ich das. Wird vielleicht so etwas in Ihrer Wohnung noch aufbewahrt? Nein. Eine Pistole beispielsweise, die Ihrem Vater gehört hat, die aus Pietätsgründen irgendwo herumliegt? Antworten Sie jetzt, überlegen Sie nicht. Ich stelle eine klare Frage. Nach einer Pistole, Walter 765, haben Sie so etwas im Hause gehabt? Nein! Doch, Sie haben. Sie haben eine solche Waffe und diese Waffe wurde gebraucht. Mit dieser Waffe wurde Dr. Steiner umgebracht, aus 10 Meter Entfernung. In die Brust geschossen, in der Samtstraße, als er aus dem fraglichen Haus kam. Ich habe das nicht getan! Habe ich das behauptet? Ich habe nur behauptet, dass Dr. Steiner mit einer Waffe umgebracht wurde, die bei Ihnen zu Hause herumlag. Und zwar wurde Dr. Steiner getötet an einem Zeitpunkt, an dem Sie bereits mit Wolfgang in seinem Zimmer saßen. Wir haben jetzt den Taxifahrer, Chef. Danke. Es handelt sich nämlich um den Taxifahrer, der in der Mordnacht eine ältere Dame in die Sandstraße fuhr. Na und? Na und? Antworten Sie doch nicht. Das ist ein Trick. Na und, sage ich. Ich war immer dagegen, zu bestreiten, es getan zu haben. Du kannst es bestätigen. Reden Sie doch nicht. Zeigen Sie uns doch Ihren Taxifahrer, der weiß, wen er in der Mordnacht gefahren hat. Ich habe es gestanden. Wenn Sie mich verhaften müssen, tun Sie es. Obwohl ich die Aufregung nicht verstehe. Der Mann war doch indiskutabel.